Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit dem vielleicht schönsten Tempel bisher. Moment. Achso, das ist einer von meinen, ja. Okay. In der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben. Und wir haben nämlich einen kleinen Schlüssel. Und den wollen wir jetzt in diese Tür reinstecken. Um zu gucken, was passiert. Wir finden eine Kiste. Jetzt sag mir nicht, dass das eine Kiste mit einem kleinen Schlüssel ist. Es ist schlimmer. Es ist eine Kiste mit einem goldenen Ei. Immerhin. Ja, aber das war's. Naja. Hätte ich jetzt lieber nicht meinen Schlüssel für ausgegeben. Das Problem nämlich in diesem Tempel, so schön er auch ist, ist schon ziemlich geräumig und weitläufig und keiner weiß, wo er hingeht und überhaupt und sowieso. Also hier zum Beispiel bin ich. Gibt's da noch irgendwelche Räume? Nee, ne? Ich habe aber auch die Karte noch nicht gefunden. Ich weiß also... Ich gehe jetzt einfach mal die Treppe da hoch. Ich weiß also auch gar nicht, wo noch Schatzkisten sind und wo nicht. Oh. Da müssen wir uns schnell was überlegen. Ja, da ist es. So, das lief doch schon mal gut. Junge, hast du dir gedacht, hä? Zack. So. Oh, Herzen. Herzen will ich haben. Wo bin ich hier genau? In einem Raum. Ist ja Wahnsinn. Halt. Ne, da komme ich her, gell? Ja, ich bin da hinten rausgekommen, alles klar. So. Da ist eine Treppe, die führt runter. Ah, rechts waren wir noch nicht, siehst du? Ja, das kommt oft vor. Ich gehe ja meist immer zuerst links. Ui. Schieß mal auf den da oben, bitte. Danke. Okay. Will er nicht? Will er nicht weiter? Geh mal. Ich verstehe nicht ganz das Problem hier. Ich kann doch da einfach rüber. Wo ist denn das Problem? Ja, das ist mir schon klar, dass der mich jetzt halt da wegballert. Aber, okay, das funktioniert so nicht. Zack. Den haben wir, ja, der hat noch kurz einen Prozess gemacht hier. So, was ist mit dem da? Also, sollten die nicht laufen? Keine Ahnung, mir egal, ich bin einfach durch den Raum gekommen. Ei verbipscht. Ei verbipscht. Schlagseif und ein Ei. Ich kann da cheaten, oder? Kann doch da cheaten, oder? Ja, ich kann cheaten. Ha. Voll einfach. Kann ich da rüber, ohne abzuschneiden? Ja, schön oben eine Tür geöffnet, aber erstmal woanders hingegangen. Nee, wir gehen schon in die Tür jetzt, habe ich gerade beschlossen. Einfach aus dem Grund, da gibt es bestimmt einfach wieder nur irgendwie einen Schlüssel oder so. Und das hätte ich schon gerne. Das lief nicht so gut. Danke. Pass auf. Wo sind die Wolken? So, die Wolken. Ja, sorry. Dann gehe ich halt so rum, wie es gedacht ist. Ich wollte cool sein. Ich wollte mal wieder cool sein. Siehste, hab doch gesagt, dass hier wieder nichts ist. Außer eine Kiste. Wahrscheinlich ist da ein Schlüssel drin. Also nicht, dass ich da jetzt böse drum wäre. Nee. Ich bin ja froh drum. Okay. Die Karte. Die Karte ist auch nicht schlecht. Die zeigt mir zumindest, wo ein Schlüssel ist. Beziehungsweise, ach, gucke.
war noch ein Schlüssel irgendwie. So, also da, aber da komme ich ja nicht rein. Da drüben. Aber ich kann zumindest mal die Tür aufmachen. Ja. So. Und da ich hier nicht weiter... Moment. Ich kann doch hier rausgehen und dann den anderen Raum rein. Also, so, da rausgehen, ne? Und dann rechts reingehen, oder was war das gerade? Selbes Stockwerk? Der schon wieder, ha? Also, meinen die das hier? Meinen die das hier? Nee, das ist ja dann runtergehen, oder? Das ist ja was anderes, oder? Moment. Aber da ist auch noch eine Schatzkiste. Nehmen wir einfach mit. Oh, da war ich ja. Hier war ich auch noch nicht. Hier war ich auch noch nicht. Komm mit! Oder, der hat hinten jetzt. Da braucht man einen Bumsfisch. Warte mal, ich brauche gar keinen Bumsfisch mehr. Guck mal, ich kann den da nehmen. Bim. Bim. Das war's. So. Brauche ja gar keinen Bumsfisch mehr. Ach, wie ist das schön. Ja, aber wahrscheinlich wird hier jetzt irgend so ein Quark drin sein, den keiner braucht. Ja, komm, Rubine kann man schon gebrauchen, aber es ist jetzt nicht so, als wäre es... Ah, gut. Ich habe gerade eben schon Angst gekriegt. Ich wusste, wie es hier weitergeht. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, guck mal hier. Ach, hier komme ich raus. Ah. Schön. Da will ich eigentlich... Da will ich eigentlich gar nicht hin. So. War das so richtig? War da irgendwie... Ah ja, da drüben wollte ich rausgehen, genau. So. Ich habe keinen Schlüssel mehr, ne? Also hier abgeschlossen, alles klar. Da drüben komme ich dann ganz da runter. Da ist... Ah, da ist noch was. Sollen wir da auch mal hingehen? Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir weiter nach links. Gehen dann ganz nach links. Schade. Hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Erstmal wieder hier alles anzündeln. Dann den da ein bisschen höher machen. Aua. Hat auch nicht so gut funktioniert. Ach so. Nee, ja, falsche gesetzt. Mann. Hör doch auf. Hä? Ach so, der bleibt am Felsen hängen. So, so, jetzt hat hier, da muss ich rein, da gibt's noch eine Kiste, die man sieht. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Nee, hier war ich noch nicht. Hier komme ich gar nicht raus. So. Bringt mir das irgendwas? Erstmal nicht, ne? Also hier kann ich irgendwie noch nichts machen. Kann ich da noch anders dran? Ja, ich komme da von unten irgendwie dran. Ich probiere es mal von unten. Weil hier komme ich irgendwie nicht weiter. So. Und dann muss ich jetzt nach links und dann nach oben. Komm du mal her. Kannst du mal gleich vergessen, dass ich jetzt mich von dir beißen lasse. Gilt auch für dich übrigens. So, falls ihr euch fragt, warum die ganzen Fackeln da brennen. Ja, normalerweise brennen die nicht. Ach so. Ja, komm. Da lachen doch die Hingele, wie der Pfälzer sagen würde. Zack, guck. Achso. Ah.
Komm, wir nehmen den Bumsfisch. Zack. Bumsfisch, mach deine Arbeit. Jawoll, siehste. So. Aber jetzt will ich aber auch was Gescheites drin haben. Einen Schlüssel oder so. Ja, danke. Schlüssel. So muss das sein. Okay. So, dann haben wir das hier auch. Hier unten sieht es ziemlich... Ah, guck mal, unten sind wir ziemlich durch. Da sind wir gerade, sind wir durch. Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Müssen wir wieder hoch. Haben wir da... Ja, also ich muss eigentlich einfach nur hochgehen jetzt erstmal. Gut. Ich war eigentlich vorhin... an einer ganz anderen Stelle. So. Und zwar wollte ich da drüben reingehen. Aber ich könnte auch jetzt da nach rechts gehen. Also da aufschließen. Und wahrscheinlich dann dem Zwischenboss in die Arme treten. In die Arme treten? Ja, natürlich ist da der Zwischenboss. War doch klar. Das ist eine Pflanze. Ich würde vorschlagen... Ui. Ui. Ich würde vorschlagen, irgendwas mit Feuer... Einfach mal ordentlich angefeuert. Fertig. Und jetzt mit Link draufgehauen. Ich habe keinen Link. Ah, okay. So. Ja, ich bräuchte so blaue Energie. Habe ich aber nicht. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, ne? Bam. Oh, ich glaube, der kommt wieder, oder? Der kommt definitiv wieder. Nee. Okay. Ich hätte jetzt schwören können, dass das nur die erste Phase ist oder so. Aber scheinbar war es das schon. Ja, aber Moment. Es hat gar keine Kiste gegeben. Siehst du, es gibt hier eine Kiste. Deshalb bin ich doch hier. Also eine Kiste mit einem Bossschlüssel, dachte ich. Hey, aber Moment. Ich kann doch einen Maulwurf machen, der durch Sand buddeln kann. Ja, die Kiste wirklich mitgenommen. Ich kann einen Maulwurf machen, der durch Sand buddeln kann. Wo war denn der? Da. Ob der wohl hier was bringt? Ja, mach mal Platz. Nee. Hätte ja sein können, dass da direkt unten drunter irgendwie was ist oder so. Okay, das war also nichts. Ja, wo ist denn jetzt der Gegner hin? Ich meine, jetzt haben wir nur noch eine Kiste. Nee, jetzt ist er da unten. Okay. Aber da unten komme ich nicht... Interessant. So, also ich bin hier. Ich gehe jetzt nach Süden raus und gehe jetzt mal draußen probieren... ob ich da irgendwie was finde. So, pass mal auf. Ich habe so viel Tränke. Ich könnte die ja mal benutzen, ne? Kälteschutz, ja. Ich brauche was dieses blaue Zeugs da auffüllt. Weniger Schaden für eine Minute. Ja, leuchten. Kann man immer gebrauchen, oder? So. Wollte ich ja vorhin schon hingehen. Und dann hat es mich irgendwie weggetrieben. Ja. Da dachte ich, dass es irgendwo hingeht. Nee, da bin ich reingegangen. Das war falsch. Okay, das war falsch. Da links soll es irgendwo reingehen? Wahrscheinlich dann doch oben, oder? Ja, klar. Bin ich jetzt? Ja, genau. Da oben rechts. War ich hier noch nicht? Ich glaube, das da sollte relativ einfach sein, oder? Wenn ich den da hinschmeiß, der aktiviert gleich zwei Stück auf einmal. Das ist jetzt nicht das Problem. Was ist denn das da? Wieso? Oh, das ist einfach nur ein Boden. Da
Das da drüben ist ein bisschen problematischer, aber ich denke mir so. Probier ich mal mit dem Trampolin, aber das ist zu klein. Dass ich den da einfach rüberschmeiß, weißt du, habe ich so gedacht. Okay, wo ist meine schöne Wasserburg? So. Weißt du, dass ich dann den daneben so da hinstelle und den dann einfach darüber schmeiß und da halt noch einen mach und den dann einfach darüber schmeiß. Okay. Und was gibt's? Eine Truhe. Ja, klar. Na, natürlich gibt's eine Truhe. Da ist wahrscheinlich ein kleiner Schlüssel drin. Ja, gut. Es gibt noch eine Tür, eine abgeschlossene Tür, für die ich einen kleinen Schlüssel brauche, soweit ich das gesehen habe. Die war da. So, das heißt, ich muss da hin, da runter. Ja, aber da komme ich gar nicht hin, gell? Warte. Also die führt da runter. Da komme ich gar nicht anders hin, als durch diesen Raum. Und diesen Raum betrete ich, indem ich da reingehe und dann nach rechts. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal so. So, oben rechts war, glaube ich, die Leiter. Glaube ich. Und hier wieder Gegner, ja. Moment. Nein. Ich wollte doch nur die Karte aufrufen, ist doch in Ordnung. So, ich muss jetzt da. Wo muss ich denn hin? Oben links muss ich hin. So, Moment. Mal her. Mach mal was für mich. Noch einer bitte? Ah, den will er nicht. Okay, dann machen wir das einfach so. Zack. Dann brauche ich Ketzholz. So. Hoch mit dir. Das ist jetzt auch erstmal einfach. Ich könnte das ganz voll machen mit Steinen. Gute Idee. Komm. Ja, ich weiß, dass ich dick bin. Danke. Brauchst du mir nicht zu sagen. Ja, okay. Dann machen wir halt diesen Stein hier weg. Machen stattdessen ein Trampolin hin. So. Und dann machen wir da einen Stein hin und da einen Stein. Okay, geht nicht mehr weiter. So. Und jetzt gehe ich da noch mit Wasser hoch. Ich gehe trotzdem einfach mit Wasser hoch. Oh nee, gehe ich nicht. Ja, das reicht doch schon, oder? Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Aber ich kann ja einfach noch einen Stein draufsetzen. Ja, nicht wundern. Manchmal. So, jetzt hat. Also, da geht's jetzt halt runter. Alles klar. Hier waren wir noch nicht. Deshalb aktivieren wir zuallererst mal dieses Dingens da. Es scheint, als wäre hier jetzt nochmal ein Endkampf. Also ein Zwischen-Dingsbumskampf mit der Pflanze da. So. Ich tue fast nie Nektar benutzen. Das könnte man einfach mal machen. So, Kälteschutz brauche ich auch. Einfach nur. So, guck. So, also hier sind wir wieder. Hallo. Na du? Jetzt hat er drei. Ja, das ist ja ein Ding, oder? Die blauen da kommen mir verdächtig vor. Als könnte man sie rausziehen. Kann man aber irgendwie nicht. Ja, nee, den kann man nicht rausziehen. Das ist schade. Okay, dann. Dann halt das, was wir am besten können. Alles flambieren. So, ein Kopf weniger. So. Oh. Link ausschalten. Ach, jetzt ist... guck die Sau. Na, nicht du. Nicht du. Du, dich will ich. Mit dir habe ich ein Wörtchen zu reden.
So. Da hat der doch tatsächlich Regen gemacht, ne? Damit ich hier nicht mehr alles abfackeln kann, wie ich das gerne mache. So. Okay, alles klar. Jetzt haben wir noch zwei übrig. Zwei Köpfe. Oh. Ach, guck mal da, es regnet wieder. Hat er Angst vor mir, hä? Kollege. Froschkollege, komm mal her, du. Zack. Wenn die sich so strecken, ne? Aua, dann haben die diese roten Bälle da, weißt du? Ich glaube, das hat irgendwie was zu bedeuten. Das hier bringt irgendwie nichts, wenn ich sie da hinstelle. Dann macht er so sein Giftgedönse da, was ziemlich Energie absaugt. Okay. Ja, wie wäre es denn, wenn ich den hier hinstelle? Wenn es jetzt eh regnet. Das macht den auch nichts. Das ist aber... Ich kümmere ein bisschen. Also im Moment kann er mir ja nichts machen. Ist mir gerade egal. Guck mal da. Der hat so ein Link-Ding ausgenießt. Ich glaube halt, dass ich einfach als Link da draufhauen muss. Nee, auch nicht. Das ist aber seltsam hier, oder? Also im Moment kann er mir halt wirklich gar nichts machen. Das heißt, ja okay, er kann mich ein bisschen mit Stein bestücken. Hey, hey, jetzt aber hier. Komm mal her, friss mal den Frosch. Ja, er frisst noch nicht mal den Frosch. Ja, tut mir leid, Frosch. Ist deine eigene Schuld. So. Also vielleicht Druckfeuer? Kann man einen Flederbeißer hier probieren? Hey, da hat er gleich wieder einen neuen gebaut. Ich glaube, es geht los, oder was? Ich meine, du sollst eigentlich auf den Frosch da schießen, genau. Damit ich den Flederbeißer da aktivieren kann. Weiß er nicht. Okay. Das klingt halt da gar nichts, ne? Also, ja, vielleicht einfach mal mit dem Bumsfisch probieren. Dann kann er ja den Bumsfisch fressen. Da sagt ja keiner was. Frisst du einen Bumsfisch? Ha! Das ist des Rätsels Lösung! Mach mal Platz da, ich muss dir auf den Körper hauen. Achso, ich brauch noch einen Bumsfisch. Alles klar, ja, gar kein Problem. Zwei Bumsfische kommen sofort. Du kannst von mir aus fünf von denen da machen. So, gucke. Wie, der eine hat nicht gezählt? Achso. Jetzt hat aber... Bums schneller, Fisch. So, gucke. Hahaha, hab ich dich. Ja, sorry, hat ein bisschen gedauert jetzt gerade, um zu schnallen, dass man da einen Bumsfisch braucht. Nun ja. Aha. Da ist er ja. Gucke an. Was mag da wohl drin sein? Ein großer Schlüssel. Unglaublich. So. Hast du gut gemacht, Froschi. Mein ja nur. So, dann können wir uns jetzt, da ich ja den Bossraum schon gefunden habe, in der letzten Folge schon, können wir uns da einfach hinbeamen. Aber nicht, bevor wir nicht noch ein Schläfchen gemacht haben. Ein Schläfchen, was Energie regeneriert. So. Und dann könnten wir auch noch ein bisschen Link-Energie gebrauchen. Aber das sehen wir dann mal weiter. Moment. Lass mal gucken. Dann nehmen wir das da. Also wir beamen uns jetzt mal dahin. Da sind wir richtig.
Da sind wir richtig. Guck mal hier, dann wird das ja ein richtig schnelles. Schade eigentlich. Also, noch habe ich den Endboss nicht besiegt, also den Dungeon-Boss. Bevor ich da jetzt große Reden schwinge und sage, wie schade es ist, dass es schon vorbei ist. Immer langsam machen. Das so. Also. Was haben wir denn noch für feine Säfte hier? Länger tauchen brauche ich nicht. Schneller klettern brauche ich auch nicht. Weniger Schaden ist immer gut. Und weniger Schaden. Den nehme ich mir nachher. Nicht jetzt. Ja, achso, ich muss auch reingehen. Okay, ich brauche Feuer. Und Elektro, so wie es aussieht. Das sind so grüne. Das Goma, oder? Haben sie ja gesagt, ja. Was hat denn der da auf dem Bein? So. Weiß nicht, sollen wir zuerst mal so einen machen? Einfach, weil wir es können. Uah. Könnten Frosch. Nee, Frosch beizaubern wäre jetzt gerade. Hab ich so ein Ding, das Feuer macht? Nee, aber ich hab so ein Ding, das Elektro macht, gell? Moment. Also so ein Geist meine ich. So ein da. Yeah. Machen wir nicht, gell? Ach so. Geist, geh mal auf das andere Bein. Ja, oder so. Okay. Ich weiß nicht, wie du das hingekriegt hast, aber egal, ich hau ihm aufs Auge. Was soll ich auch sonst? Uiui. War's das schon? Uiuiui. Das ging ja flott. Ich habe keinen Link mehr. Moment. Ich wollte ja den Trank da trinken. Wo war er denn? Da. So. Ja. Zuallererst mal muss ich einen Frosch beschwören. So, und dann nehmen wir diese Dinger da. Hat er noch irgendwo? Ja, der hat da vorne noch einen, gell? So, jetzt hat's, siehst du. Schnell weg, der dreht sich falsch. So. Jetzt, ich beschwöre gleich mal wieder einen Frosch, dass es regnet, weil das war eigentlich eine recht gute Idee. Und dann den Pyromagus wieder. Und der soll mal schön. Okay, ich hätte jetzt das andere gedacht, aber okay. Nein, er muss schon. Okay, das bringt hier gerade nichts. Ich brauche hier Feuer. So, dann brauchst du einen Frosch. Ja, ein paar Herzen nehme ich natürlich noch mit. So. Nein, du musst auf das andere Ding schießen. Mann, bist du dumm oder was? Also, der ist schon kaputt. So, jetzt hat. Au. Moment. Hier ist, glaube ich, jetzt besser. Ich muss hier in Ruhe auswählen, wenn ich den Elektroknipsel da nehme. Wo ist denn der Elektroknipsel? Ja, komm. Also, Frosch. Und dann den da. Ja, hab ich dich. Das soll's jetzt aber gewesen sein, oder? Ja, gucke. So. Der Goma ist schon mal kaputt. Auch ein schöner Huch. Ich stehe direkt im Herz drin. Guck mal. Sieht lustig aus. Das gibt das Titelbild. Huch, was ist denn hier los? Ach ja, jetzt kommen die Fuzzis wieder geflogen.
Hey, wo ist das Herz hin? Es ist verschwunden. Oh, schöner Palast. Schöner Palast. Muss man doch mal. Schöner Palast. Muss man doch mal sagen. Das gefiel mir richtig gut. Ich habe im Internet, also so in dem Forum, wo ich bin, im Altmännerforum, habe ich gelesen, so, der Palast ist irgendwie doof. Nee, der ist super. Also der Palast, der Dungeon, also ich fand den richtig, richtig gut. So. Jetzt gibt's, wer kommt jetzt? Also Nairu hatten wir schon, Fione. Ja, höchstwahrscheinlich Fione. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Also, die Göttin meine ich. Meine Gefährten haben ihre Kraft mit mir geteilt. Ja, reicht das für ein Level-Up? Es reicht. Was gibt's? Noch ein Dingens dran? Oder? Ah, ne. Ein paar Gegner. Auch ein weniger. Sag ich mal her. Ja. Okay. Alles klar. Und ich krieg ein paar. Ich glaube, 4 hatte ich. Jetzt dürfte ich 9 haben, wenn ich mich nicht irre. Sag ich mal kurz her. Sehe ich gerade nicht. Achso, kommt noch Zwischensequenz. Alles klar. Hohe Priesterin. Dein Mut hat dieses Land, das von nichts aufgesogen worden war, befreit. Ach, Pharaore, sorry. Ich bin die Göttin Pharaore, eine der 3 Göttinnen der Schöpfung. Du hast deinen Mut bewiesen, darum gewähre ich dir meinen Segen. Juchaisasa. Ja, dann segne mich mal. Gib mir mal deinen Klunker hier. Danke. Warum auch danke? Du Lutscher. Hohe Priesterin, lass mich dir offenbaren, welches Wesen Risse in diesem Land öffnete. Ja, zeig mal. Kriege ich jetzt ein Bild oder sagst du es mir einfach? Ah, ich krieg ein Bild. Guck mal hier, sogar eine Zwischensequenz. Ich sehe einen Gockel, da rechts. Bevor Himmel und Erde dieser Welt erschaffen wurden, war sie nur eine Welt des Nichts und gänzlich leer. Geht das von alleine weiter oder muss ich Knöpfchen drücken? Geht von alleine weiter. Aha. In dieser Welt des Nichts begann von Zeit zu Zeit etwas zu entstehen. Doch alles wurde vom Bewohner des Nichts verschlungen. Hat er Hunger? Da sehe ich einen Hase. Der Name dieses Wesens lautet Nihil. Aha. Aus dem Wunsch heraus, die Welt für sich allein zu haben, verschlang er alles ohne Unterschied. So, okay, wenn du das sagst. So. Wir konnten dieses grausame Schauspiel nicht mehr ertragen. Und so schlossen wir Nihil ein und schufen Himmel und Erde. Und Wasser nicht, oder was? Also ich sehe da Wasser. Naja. Doch Nihil öffnete weiter Risse, um Himmel und Erde, die wir geschaffen hatten, wieder ins Nichts zurückzuführen. Und so brachten wir die Tri in diese Welt. Sie sollten diese Risse schließen und Himmel und Erde schützen. Ja, wenn man die Arbeit nicht selbst machen will, muss man halt delegieren. Dir fehlt noch ein Segen. Muss ich Knöpfchen drücken. Ja, vergiss niemals, dein Mut wird eines Tages deine Rettung sein. Mein Mut? Ich dachte, ich bin die Trägerin von Weisheit, also so. Ach, guck mal, da ist wieder das Herz. So. Nihil. So also heißt das Wesen, das die Risse öffnet. Und die Göttinnen haben uns erschaffen, um Nihil zu bekämpfen. Ja, da denkt er scharf nach. Was denkt er nach? In dieser Welt des Nichts haben wir nichts mehr zu schaffen. Also, ja, lass uns hier verschwinden. Nee. Erstmal will ich das Herz haben. Ja. So, machen wir ordentlich voll. Und noch einen dazu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Herzen habe ich. Ja. Ja, ich will raus. Mach mal hinne. Guck mal, da haben wir sogar noch hier. Das ging ja recht flott hier. Da haben wir noch Zeit für ein bisschen Nachgeplänkel. Miau. So. Also, jetzt muss man mal gucken, ob die Dekus uns jetzt gut oder böse sind. Wir werden sehen. Hublibub. Es geht ab. Es war so schrecklich da drin. Ich kann meinen Lebtag keine Spinnen mehr sehen und schwarzes, stacheliges Gewubbel auch nicht. Danke, dass du unsere Freunde gerettet hast. Was bin ich froh, dass sie alle wieder da sind. Ja. Wo guckst du denn die ganze Zeit hin? Die guckt meinen Stab an. Die will meinen Stab wieder haben. Dieser Duft. Ich bin's nicht.
Ich habe mich gewaschen. Woher kommt das? Ja, wahrscheinlich vom Smoothie-Laden. Kann es wahr sein? Ist das jene süße Köstlichkeit, die den Zuckerwatte-Boom geduldig abgewartet hat, um jetzt endlich ins Rampenlicht zu treten? Jener himmlische Trunk, der bisher nur wahren Kennern ein Begriff war? Schluck. Der Smoothie. Und sein erhabener Duft dringt schon so intensiv bis zu uns herein. Das bedeutet, dort draußen ist sein unaufhaltsamer Siegeszug schon im vollen Gange. Oh nein, wenn wir hierbleiben, verpassen wir, wie die Geschichte geschrieben wird. Schnell raus. Boah, das ist ja richtig gesellschaftskritisch hier, wie sie alle irgendwie dem neuesten Hype hinterherrennen. Den gab's doch schon die ganze Zeit. Ja, der nächste Süßigkeiten-Boom. Haben Sie aus dem Zuckerwatte-Miserie denn nichts gelernt? Nee. So. Bip, bip. Bipi. Hey, er freut sich. Und der macht das Geschäft seines Lebens. Guck mal, das ist der Große. Okay, jetzt sitzen sie überall rum und saufen das Zeug. Vorher haben sie überall rumgesessen und Zuckerwatte gefressen. Naja, ein paar davon. Weil ein paar hatten ja auch keinen Mitgliedsausweis. Kein Problem. Habe ich doch gern gemacht. Guten Tag. Verstehe einer die Dekos. Aber sie scheinen alle glücklich und fröhlich zu sein. Also was schert es uns? Ja klar, die waren jetzt vom einen Zuckerfleisch unten, dann waren sie traurig. Jetzt gibt's Smoothies. Jetzt haben sie wieder Zuckerfleisch, sind sie wieder... Gehen sie wieder ab wie nix hier. Jedenfalls wäre damit auch der Riss in den Phiron-Sümpfen geschlossen. Und die Göttin Farora hat ihr ihren Segen gewährt. Jawohl. Dann gibt's jetzt nur noch den Riss am Vulkan Eldin. Bald haben wir alle Risse geschlossen. Ziehen wir weiter, Zelda. Okidoki. Aber natürlich nicht, ohne nochmal im Dorf vorbeizugucken. Da hat bestimmt einer oder zwei, haben da bestimmt noch irgendwie Quests oder so. Zum Beispiel der Smoothie-Surfer da. Wisst ihr? Mein Plan ist perfekt. Schritt 1, ich fange das legendäre Wesen aus den Phiron-Sümpfen. Desi. Okay. Schritt 2, ich werde Multitrilliardär. Okay. Und mit allem Geld kaufe ich mir dann so viele Smoothies, wie ich nur trinken kann. Ach was, ein paar mehr noch. Oh, seit wann stehst du da? Hast du etwa zugehört? Da du jetzt von Desis Existenz weißt, steckst du mit drin. Unter den Dekos raunt man sich von alters her die tollsten Geschichten um dieses Wesen zu. Aber nie konnte irgendwer es zu fassen kriegen. Deshalb wurde ein märchenhaftes Kopfgeld auf seine Ergreifung ausgesetzt. Wenn ich es fange, bin ich also im Handumdrehen Multitrilliardär. Und Geld macht glücklich, weiß ja jeder. Mein perfekter Plan besteht darin, dessen mit Hilfe eines Köders anzulocken. Desis Leibspeiser sind nämlich Zitteräpfel, eine Spezialität in unseren Gefilden. Hab ich doch selbst genug. Man findet sie hier in jeder Ecke, also wäre es nett, wenn du mir schon mal schnell 3 Zitteräpfel besorgen könntest. Als Hirn der gesamten Geheimoperation werde ich hier auf deine Rückkehr warten. Wieso warten? Ich bin schon wieder da. Also hier hast du 3 Zitteräpfel. Jawohl, vollzeitig angetreten, gut gemacht, gelobt seist du, dankeschön. Hier, das gebe ich dir im Gegenzug für die Äpfel, nur keine falsche Bescheidenheit. Yeah, Monstersteine. Körper von Monstern geformter Stein. Und jetzt wird Desi hier vorgelockt. Dem Duft der Äpfel wird sie schwerlich widerstehen können. Wenn sie erst einmal in meiner Gewalt ist, wird sich zeigen, ob mein Portemonnaie groß genug für eine Multitrilliarde ist. Oder 2 oder 3 oder 5. Alle Smoothies, ach was, alle Süßigkeiten von Hyrule werden mir gehören. Andererseits, so viel kann ich gar nicht essen. Hätte ich mal früher drüber nachgedacht. Mein schöner Plan, Scherbenhaufen. Ich war noch nie Multitrilliardär, musst du wissen. Ich habe keine Erfahrung damit, wie man Multitrilliarden ausgibt. Vielleicht soll ich das Ganze nochmal überdenken. Das war's jetzt. Das war's. Guck mal hier, wir haben noch... Sollen wir das da noch machen? Diese eine Quest, der will halt Schnee sehen. Ja, komm da. Da gehen wir hin. Der Junge, der will Schnee sehen. Und dann werde ich dem mal seinen Wunsch erfüllen. Wir haben ja jetzt genug Schneetiere irgendwie. Ein Schneetie. Haben wir auch gesehen, ein Schneetie. Heißt Kombe. Glaube ich. Hey, wie hieß er? Ach, keine Ahnung. Weißt, was ich meine. So, da muss ich da hin. Da war der kleine Junge irgendwo. Da ist er. Er würde so gern mal weichen, fluffigen Schnee sehen. Dann gucken wir uns mal weichen, fluffigen Schnee an. Also gucken wir uns nicht an, aber dieses Schneevieh da. Nicht das da, das da, das da, das, 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 das. Ist es das? Ui, ist das echter Schnee? Abgefahren.
Danke, du bist echt nett. Darf ich den Schnee mal anfassen? Kannst auch mit der Zunge dran. Kalt, ja natürlich kalt, so weich und pulverig. Aber wenn man ihn in der Hand hält, ist er fest. Merkwürdig. Ah, jetzt habe ich welchen in den Mund bekommen. Habe ich doch gewusst, dass er dran leckt. Hätte ich auch gemacht. Ganz kalte Hände. Mann, das war wirklich toll. Streck mal die Hand aus. Krieg ich einen? Ah, okay. Alles klar. Blumennektar. Ja, das nehmen wir mit. Mama sagt immer, wenn mal jemand was Nettes für einen macht, dann muss man sich ordentlich bedanken. Ach, war das schön. Ich hoffe, irgendwann schneit es auch mal hier im Sudelia-Dorf. So, und jetzt will er noch was? Oder ist fertig? Was ist mit dir eigentlich? Ja, ja, ja. Deine Frau ist voll... Oh, guck mal da. Da will auch einer was. Hallo, Fremde. Hast du kurz Zeit für mich? Klaro. In letzter Zeit passieren ja so einige schlimme Dinge, nicht wahr? Riese öffnen sich, Monsterstreifen in größerer Zahl umher. Meine arme Frau macht sich deshalb riesige Sorgen. Ich möchte ihr irgendetwas Interessantes zeigen und sie so auf andere Gedanken bringen. Hab da schon eine Idee. Ich habe nämlich letztens eine große fliegende Pflanze gesehen. Ach klar, das ist die Ananas. Aber bei einer Höhle tief in den Wäldern habe ich sie leider aus den Augen verloren. Seitdem konnte ich sie nicht mehr finden. Ob das eine Illusion war oder reine Einbildung? Ich frage mich, ob ich diese Pflanze noch einmal je finden werde. Das ist ja eins meiner leichtesten Übungen hier. Guck mal hier, da wie ich die alle... Die da meint er wahrscheinlich. Hier, zack, da ist sie. Da macht er Augen, hä? Da beaugapfelt er das Ding wie nix. Da ist ja die Pflanze, die ich gesehen habe. Du hast sie extra für mich gesucht? Danke, Fremde. Dann rufe ich mal sofort meine Frau her, damit sie... Hä? Das ist ja meine Frau. Moment mal, das ist ja ein Monster. Natürlich ist das ein Monster. Ach so, ich dachte... Ich dachte, die Pflanze ist seine Frau. Also, schnell unternimm was. Nee, dann, ich glaube, seine Frau will keine Monster sehen. Ja, das war ein Schock. Jetzt hast du dir die ganze Arbeit gemacht, aber wenn ich meiner Frau ein Monster zeige, kriegt sie statt neuen Mut eher einen Herzinfarkt. Das wollen wir nicht. Ach, Liebling, was hast du da wieder ausgeheckt? Der ganze Aufwand nur für mich. Wo? Enzels? Ach, die Frau hat's gesehen. So. Ötera? Ach du Scheiße. Hast du etwa zugehört? Ja, deine Stimme ist schließlich laut genug, aber du brauchst dir wirklich keine Sorgen, um mich zu machen. Für mich reicht es schon, wenn du bei mir bist. Das ist genug, um mich aufzumuntern, wenn ich mir zu viele Sorgen mache. Die hat ihr Gebiss vergessen. Haha, da wird mir ja ganz warm ums Herz. Ich habe das Gefühl, du heilst mich mehr auf als umgekehrt. Er hat gerade das Gebiss, die haben nur eins, die müssen es immer tauschen. Hör mal, ich habe nachgedacht. Wenn sich alles wieder etwas beruhigt hat, wollen wir dann eine Reise unternehmen? Oh ja, sehr gerne. Da müssen wir gleich mal zusammen überlegen, wo wir hin möchten. Abgemacht. So. Danke, dass du meine Bitte erfüllt hast, Fremde. Hier hast du eine Belohnung. Noch mehr Honig? Oh, nee. Oh, das ist schön. So, da kann ich ja gleich mal gucken, wie viel ich jetzt insgesamt habe. So. Das Dörfchen Kusthafen, der Hyliasee. Es gibt so viele Orte, die ich gerne zusammen mit dir besuchen würde. Lass uns in Ruhe darüber nachdenken. Wir haben ja genug Zeit. Lach mich kaputt. Ich piss mich hin vor Freude. Alles klar. Haben wir das auch. Jetzt habe ich 10. Ja, wenn wir doch schon mal 10 Stück haben, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir dahin. Da ist ein Schlüpperi, gell? Schlüpperi, da ist ja ganz in der Nähe. Gehen wir zum Schlüpperi und füllen den Bogen etwas auf. Ich finde das eine gute Idee. So. Super, wir sind super in der Zeit heute. So, alles klar, Schlüpperi. Was möchte ich verbessern? Da ich nur 10 Dinge habe, möchte ich gerne den Bogen verbessern. Also auf frisch ans Werk. Du Zwerg. So, hier. Der Bogen hat Stärke Level 2 erreicht. Drücke im Schwertkämpfermodus X, das weiß ich. Halte X gedrückt, um Kraft zu sammeln, lass dann los, um 3 Pfeile auf einmal zu verschießen. Ah ja, okay, das ging vorher nicht. Alles klar, mache ich dann. Nee, ist schon in Ordnung. Ich habe gerade nichts anderes mehr. So, also ich habe keine von den Dingsies da mehr. Und da ich eh keinen Bock habe, auf 100% zu spielen, werde ich die wohl auch nie haben, um hier alles zu verbessern. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Da oben hin, da ist ein Leibpferd und da ist mein Pferd. Was ist denn da los eigentlich? Warum ist denn da noch so viel? Ist mir auch gerade egal. Da oben ist auch noch ein Schabungewässer, ist noch sau viel...
Auch das ist mir gerade egal. Ich beam mich hier einfach hin. Ach so, ich könnte ja einfach eine Karotte machen und dann kommt mein Pferd. Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Probieren wir jetzt noch aus. Das probieren wir jetzt noch aus. Na. So, genau. Moment, Karotte gibt's wahrscheinlich oben. Aha, da ist es. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Alles klar. Oh, Geld. Es scheint, als müssten wir so reiten oder außenrum. Wir sind scheinbar gerade beim Außenrumreiten. Da ist eine Kiste. Die muss ich mir natürlich nehmen. Eine Felskartoffel. Wollte ich schon immer mal haben. Uns gab es heute auch Kartoffeln, aber keine Felskartoffeln, Rosmarinkartoffeln. Die waren eventuell besser als Felskartoffeln. So. Dann reiten wir da mal. Guck mal, da ist ein. Da muss ich natürlich reingehen. Einfach weil es da ist. Nee, nee, ist schon in Ordnung. Da machen wir uns eine Markierung hin. Heute machen wir das nimmer. Aber ich mache da eine Markierung hin. Dass da eine Schatzkiste ist. So, komm mal her. So. Wir reiten jetzt dahin. Gucke hier. So, Hallöchen. Ah, Prinzessin Zelda, ich bin auf Geheiß des Königs hier, um bei der Untersuchung der Riese zu helfen. Diesen Dorfbewohnern zufolge, haben sich am Vulkan Eldin und in Goronia Risse aufgetan. Dadurch wurden wohl auch die Garonen auf Vulkan Eldin in Schwierigkeiten gebracht. Die Garonen sind solch ein nettes Volk, wir machen uns große Sorgen um sie. Wir haben allerdings keine Ahnung, was für Hilfe sie brauchen. Wir wissen bloß, dass es kürzlich einen Wechsel im Amt des Häuptlings gab. Am liebsten würden wir hingehen und nachsehen, aber unsere Körper sind nicht dazu gemacht, diesen gefährlichen Berg zu besteigen. Wie ihr seht, ist die Informationslage hier unten eher dürftig. Es klingt so, als könnten die Garonen uns mehr über den großen Riss erzählen. Ja, klingt so. Da ist ein Deckel. Den müssen wir wahrscheinlich abmachen. So, wo sind wir hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Werden wir eventuell rausfinden, hüp. Aber erst morgen. Für heute soll es das gewesen sein. Dann machen wir an dieser Stelle hier, machen wir schön Päuschen. Morgen geht es weiter, ihr kleinen Mäuschen. Hat sich gereimt, alles klar. Kann Tschüss sagen. Commander, over and out oder so.